Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Leute, ihr wisst ja, ich bin Olympiasieger-Besieger. Die Barbara Englid habe ich schon geschlagen im Blasorduell. Jetzt habe ich hier Henry Junghedel bei mir, Olympiasieger ebenso im Luftgewehr 2016 in Rio. Henry, erstmal die Frage, wie geht's dir heute? Mir geht's mittelprächtig. Einerseits genial aufgrund des Erfolges von gestern, andererseits doch leicht angeschlagen aufgrund der Feierei danach. Ich habe auch gefeiert, wir haben also selbe Wettkampfbedingungen. Sag mal, Henry, bist du ein bisschen eingeschüchtert, weil ich die Barbara schon platt gemacht habe? Solange wir den Wettkampf im Liegen bestreiten, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, ins Beet können wir uns nicht legen. Genau. Ins Beet wollen wir uns nicht legen. Wir wollen das stehend machen, aber du hast nicht die Wahl der Waffen, weil wir haben nur eine Waffe, aber du hast die Wahl des Gerätes. Bitte wähle aus. Und, Henry, du darfst auch einen Probeschuss machen, weil ich bin ja schon geübt. Besten Dank. Gibt es einen Schützengruß, den man sich so, wo man so sagt, das ist ein Schützengruß, wir grüßen uns Petri Heil vielleicht oder Mast und Schotbruch. Gibt es sowas? Gut Schuss. Gut Schuss. Genau. Hier ist die Linie, guck, also ja. Der Stein ist einfach, okay. Die Linie, gehst du auf Position, die Munition bitte, mein Adjutant, vielen Dank. So, ich gebe dir den nötigen Raum, jetzt bin ich mal gespannt, wie der das macht. Und? Oh, das war das absichtlich, weil du so freundlich zu mir bist? Absolut. War eine 6, oder? Das war ziemlich schlecht, ja. Okay, dann bin ich dran, ich habe eine Chance. Der war ja noch mieser. Der ist ja richtig abgeschmiert. Henry, ich darf dir also gratulieren, nicht nur zum Olympiasieg, sondern auch zum Sieg über den Olympiasieger-Besieger-Besieger. Du bist Olympiasieger-Besieger-Besieger. Nein, wie sagt man Olympiasieger-Besieger-Besieger? Herzlichen Glückwunsch, Mann.